Nein, der will ein Brot essen. Vielleicht kannst du. Das ist ein richtiger Assi, weißt du, legst das Brot dahin für die Obdachlosen und dann sagst du, hey, nein, meins. So sieht's aus. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Kingdom to Crones. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Jetzt bei mir umso mehr ab. Echt bei dir? Soll ich ja, vorbeikommen? Ja, das Große ist nur ein Ticker. Gar kein Vergleich zu der Welle, wenn du so ein Ding zerstörst. Mhm. Das war läppsch. Wir sind nur pisst, wenn du die Dinger zerstörst, richtig. Ein paar Feuerbomben kaufen. Dann haben wir jetzt eine Nacht Zeit, ne? Aber wenn du noch expandieren willst, dann expandier. Ich kann nicht expandieren. Der hat vor mir das Portal. Ich habe jetzt noch einen Steinkreis und direkt danach kommt das Endportal. Na, guck mal, der hier hat kein Brot abgekriegt, aber was? Der lungert hier noch rum. Die Brote alle? Anscheinend. Ich hab den jetzt bezahlt. Natürlich wäre ja nice, wenn du dir einfach vorher eine Goldmünze gibst, bevor sie das Brot auffressen. Was kostet der 4? Ja, da muss ja trotzdem hinlaufen. Was macht denn das für einen Sinn? Ja, aber er kommt. Wenn du in der Mauer stehst und du siehst, da kommen gerade 3 Obdachlose angerannt, schmeißt 3 Münzen hin. Ach so, so rum meinst du das? In der Base die 3 Brote auffressen, da bist du 12 Münzen los. Gut, die Bäckerei. Also nur 2 Brote da, die haben alles aufgefressen. Ja, hast du bestimmt selber zugeschlagen. Klar, nur. Brote nachgefüllt. Da kommt schon wieder einer. So, der kriegt jetzt direkt eine Münze. Geklappt. Nur abfangen. Bäckerei Spitze. So, dann brauche ich jetzt den für den alten Opi, für den Wappentower. Den habe ich gerade. Den hast du noch am Werken. Und dann ziehe ich hier noch den Tower hoch. Hier ist noch einer. Kannst du mal vielleicht noch mal ein paar Sensen und Bögen reinhauen? Ich hau ich mal 2 Sensen rein. Schade, wenn du den Typen nicht mehr brauchst. Ja. Ja, das funktioniert. Was funktioniert? Wenn die angerannt kommen, kannst du ihnen noch eine Münze geben. Die Nacht kam ja nichts, ne? Ne. Erst die nächste Nacht wieder. Oh, ich hab jetzt alles in Bögen und Sensen investiert. Wie weit muss ich denn die Türme updaten, damit ich da so ein Update drauf klatschen kann? Ja, richtig weit, bis 4 Leute draufpassen. Dann kannst du den eigentlich erstmal haben, aber. Ah, nee, doch nicht. Und? Der Dreierturm reicht schon. Der Dreierturm reicht schon? Mhm. Das ist ja doch gar nicht so teuer. Der 2 aber noch nicht, ne?
Der nee, 2 reicht nicht, nehmen. Da bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Gut zu lösen. Kannst gerne nochmal versuchen. Ne, ich kann es nicht versuchen, weil ich nicht genug Kohle habe. Ich hätte bei mir einen Zweier drauf. Ich lasse den mal so. Wir werden sehen, ob es klappt. Ja, der Dreierturm reicht aus. Was hat er gemacht? Ist da ein Wappen dran? Das ist super. Jetzt versuche ich es beim Zweierturm. Nee. Kann nicht, okay. Zweierturm geht nicht. Dann muss ich den mal auf 3 aus. Hier auch noch 2 Baustellen. Wenn mein OB jetzt mal wieder absteckt, dann kannst du haben. Hier kommt Balliste hin. Ne, da kommt ein großer Turm hin, da kommt Balliste hin. Aber die zweite Balliste, die besetzen sie gar nicht, kann das sein? Das weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe 2 Stück hintereinander. Die erste ist besetzt, die zweite nicht. Hier hat man ein Schild, glaube ich, gebaut. Du hast einen durchgelassen bei dir, der frisst das Brot hier auf. Ja, interessiert mich auch nicht. Was? Okay, hier muss ich noch updaten. Da sitzt der mir sowieso hier hinten noch drauf. Ja, war das genug Kohle? Jupp, hat gereicht, okay. Mal wieder her, wo ist denn der jetzt? Na, der ist jetzt bei mir ungefähr in der Mitte. Am Anfang ist auch noch 2 Türme. Oh, ich glaube, das wäre zu. Too much. Von deiner Seite, da ist ja gar nichts mehr. Na, ich habe jetzt 3 Schilddinger dann. Mit 3 Schildtürme. Ja, bei mir. 5 Krieger. Brauche ich das eigentlich nicht. Muss nur noch 2 Angriffe machen und dann war's das. Ja, den brauche ich nicht importiert. Nur weil ich keine Kohle mehr hatte. Okay, ich hab gekauft. So, jetzt brauche ich den Typen mit der Feder, ne? Ja, der ist für die Balliste. Und wie kriegten wir den normalen Turm hoch? Einfach so abbauen. Updaten, ne? Ja. Einfach bezahlen. Da mit der Feder. Hier neben dem Hirsch steht er. Nee, ich brauch das Geld noch. Ja, ich auch. Mann, ich habe die paar Münzen, die da rumlagen, nicht mitgenommen. Was ist los mit dir? Noch die einzigsten. Ich darf mir gleich Ertrag ab. Thank you.
mal hier schneller hier. Oh, gleich noch ganz viele Schwerter. Überlege ich mir noch. Jetzt hier ein Schild dran. Dann brauche ich noch Bogenschützen. Ist die Ballista ganz nach vorne gestellt oder eins nach hinten? Bin da ganz nach vorne gestellt. Macht das Sinn, statt da normale Bogenschützen drauf zu machen? Weiß ich nicht. Die echt nicht sagen. Immer vier Bogenschützen mal auch nicht schauen. Ich weiß nicht, ob die Ballista das rausreißt. Die Ballista kann auf jeden Fall durch mehrere durchschießen, ne? Ich frage jetzt, ob die vielleicht so einen dicken One-Shot hat. Dann machst du es auf jeden Fall wert. Na, die Katapult schafft das auch nicht, also. Werden wir sehen. Ich hab jetzt eine bei mir an der Front. Mal gucken, wie die reinböllert. Wie sich das auszahlt. Dahinter habe ich denn noch eine. Aber wie gesagt, die ist nicht besetzt. Ist wahrscheinlich auch erst im Ernstfall, wenn überhaupt. Ich werde die hintere updaten als Ballista. Vorne werde ich ganz normale Türmchen hinsetzen. Wie viel Schwerter hast du noch da drüben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht hier bei mir eine Riesenarmee. Ja, das glaube ich dir. Selbst wenn sie jetzt hier den Turm einreißen, brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Jetzt kann man gucken, wie Schwerter du hast. Wie Farm hast du denn hier gebaut, Alter? Was hab ich? Wie Farm du hier gebaut hast? Na, immer wo ein Platz war. Ja, überhaupt nicht gierig, der Typ. Und die sind doch alle gar nicht besetzt. Überall, wo Platz war, da jetzt. Hier sind Schmiede, hä? Ist gar nicht mehr da. Schmiede ist doch fast neben dem Hauptgebäude. Ich hab's nicht gesehen. Sind sie jetzt vielleicht zu dir rüber gewandert? Gar keine mehr. So, Ballista steht. Noch genug Kohle? Wahrscheinlich nicht. Ah, Schmiede ist hier. Hat kein Schwert mehr. Ich hole alles rein. Hau alles rein. In den Turm geht aber gerade kein Bogenschütze rein. Ich glaube, wir haben keine Leute mehr. Müssen wir nicht, ja. Rest werden Bogenschützen jetzt ausgebildet. Dann haben wir es, glaube ich. Nein, der will ein Brot essen. Ach, ich kann's nicht. Das ist so ein richtiger Assi, weißt du, legst das Brot dahin für die Obdachlosen und dann sagst du, hey, nein, meins. So sieht's aus. Ja, da kommt einer sich jetzt ein Schwert holen.
Und gleich ein neues nach. Noch einer sich ein Schwert holen von deiner Seite? Du willst doch bloß mein Geld haben. Ja, das auch. Brauche ich jetzt zum Updaten meines Turms vorne. Münze in den Bach geworfen. Wenn du wieder zu gierig warst. Immer. Ja gut, ich glaube, wir haben es dann soweit. Ja, warte, ich muss meinen Turm noch updaten. Keiner, auf den kommt jetzt nicht drauf an. Klar, das ist mein Frontturm. Der Frontturm? Ist erst. Ja, der ist erst auf 3. Okay, ja, dann macht das mal noch. Also, da passen nur 3 Leute rein. Geht ja noch eine Stufe höher. Feuerbomben weggedonnert. Ja, die schießen auch immer damit. Gibt's da auch ein Cap, wie man da lagern kann? Habe ich noch nicht gesehen. Stapeln die ja richtig auf. Meine Ballista ist gar nicht besetzt. Wirklich, ja. Ja, aber ich habe nur eine gebaut. An der Front? Nee. Nee, die besetzen aber auch nur den ersten Turm. Bei mir genauso. Also muss die Ballista nach vorne. Na, dann ist sie wahrscheinlich besser als Bogenschützen. Ja. Gucken wir jetzt nochmal den letzten Turm an und dann könnte ich mal einen Angriff machen. Jo. Oder willst du? Nö, mach ach nee, bei dir Seite ging nicht, ne? Dann können wir beide eine Seite verteidigen, dann haben wir's. Alles noch in Feuerbomben und dann war's das. Mehr kann ich hier nicht machen. Du kannst mal ausprobieren, ob man eine Ballista wieder zurückverwandeln kann in, keine Ahnung, eine Bäckerei oder sowas. Das wäre interessant, ja, okay. Ich habe jetzt den fetten Viererturm hier vorne. Ich mir jetzt noch mal ein bisschen Geld, warte den Tag und die Nacht noch ab und dann schicke ich einen Angriff los. Dann musst du bereit sein für deine Verteidigung, ja? Ja, steht ja alles. Jetzt bald. Achso, welcher Typen war denn noch mal für die Mauer, für die Hornmauer? Was? Mit dem Horn auf dem Rücken. Ach ja, logisch. Ja, die brauchst du eigentlich nicht, oder? Ich schon trotzdem. Vielleicht ist die Mauer ja stärker. Gut, die haben die ja zerstört. Ist gar kein Horn mehr drauf. Bei dir ja. Ach so, durch die Reparatur ist es nicht wiedergekommen? Ne, ist nur eine normale Mauer. Ne, die Türme kannst du nicht mehr zurückverwandeln. Schade. Das wäre cool gewesen. So, wenn jetzt Tag wird, greifst du an, oder was?
Jo. Okay. So geht los. Geht los. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Richtig viele Feuerfässer gebaut. Dann wieder nur zwei Angriffe machen. Ah, jetzt kommt der dritte. Okay. Und der vierte. Den fünften habe ich noch nicht. Guck, nicht übertrieben. Nö. Schießen alle einmal drauf, das Ding weg. So soll es sein. Was da jetzt kommt, ja. Ja, die kommen bei mir. Ich suche gerade mein Portal. Jo, die Pfeile fliegen durch alle Viecher durch. Das ist echt nice. Damit sterben die Flugviecher auf jeden Fall. Ja, das dachte ich mir, dass die Ballista für die Flugviecher da ist. Fast alle sterben. Zwei sind da durchgeflogen. Da. Das Gute ist bei den Feuerfässern, wenn die zurückwerfen. Deine werfen dann meistens zurück, wieder. Easy. Oh, geschafft. Hab ich immer wieder einen Arsch gerettet, wa? Ja, ich glaube nicht. Die Liste hat sich umgerissen. Die hat alle beschädigt. Ich hab dir den Arsch gerettet. Ja, ne, und die Feuerfässer. Du kannst direkt noch einen Angriff starten. Das Ding da rechts frei? Na, ich laufe schon rüber. Holen wir noch ein paar Feuerfässer nach. Hier fliegen noch Viecher rum. Echt? Ja, stimmt, zwei sind durchgeflogen. Na, die werden schon irgendwie sterben. Schießen sie die ab. Na, die haben halt zwei Leute von uns, ne? Die fallen dann runter und dann sind sie wieder safe. Auf wegpusten. Oh, jetzt habe ich ihn jetzt mit Typen auf dem Rücken. Shit, den wollte ich gar nicht. So, ich habe einen blinden Passagier dabei. Echt Viecher aufgeladen? Der mit der Feder war die Ballista, wa? Ballista war super. Ja, aber der mit der Feder war das. Ja. Was ist denn das hier für einer? Der sieht aus wie so ein Chirurg mit einer schwarzen Gesichtsmaske. Wir waren ja gut. Seht mal her.
Läuft gerade in Richtung Base. Weiße Haare und so irgendwas Schwarzes vom Mund. Was? Haben wir 9? Weiße kurze Haare. Jetzt aber nicht den Bäcker. Ist der Bäcker? Der Neger? Nee, der ist nicht schwarz. Ey, sowas sagt man übrigens nicht. Du bist auf YouTube, Junge. Was ist los bei dir? Wo ist er denn jetzt? Der Kevin, du meinst. Meinst den mit der Schürze, mit der weißen Schürze? Mann, weiße Haare, irgendwas Schwarzes vorm Mund. Das ist seine Gesichtsfarbe. Echt jetzt? Ja. Sah aus wie eine Gesichtsmaske. Eine weiße Schürze und einen weißen Hut. Okay, dann ist es der Bäcker. Jo. So, nach der Nacht kommt der letzte Angriff. Hast du mir den Horn gebaut? Hab ich doch gesagt. Wozu? Na, weil ich eventuell denke, dass die noch ein bisschen stärker ist, die Mauer. Glaube ich nicht mal. Hätte immer nur ein Feature drauf. Der Chirurg, Junge. Ah, keine Ahnung. Wie habe ich das Portal gebaut? So, 5 Angriffe habe ich jetzt losgeschickt. Ach, verpasst ihr das Gold? Wir sind rich, Mann! Was ist denn los? Wir müssen jetzt auch ein Stückchen laufen. Warte mal, ich hab dir die Munition vom Katapult mitnehmen. Wenn es die Mauern versetzt, ich hab da so viel Feuerfässer produziert. Achso, die bleiben an der Position liegen, die rollen sie dann einfach nach und nach zu der neuen Position hin. Oh, dann sind die eine Weile beschäftigt. Ja. Ja, aber die machen ja sonst die ganze Zeit nichts, also. Ja. Das geht schon. Der macht aber nur noch das. Ja? Dann hauen wir rein in den Schuppen, Junge. Richtig hageln bei dir. Ja. Das war's schon. Gucken, was jetzt kommt. Speerträger bei mir sehe ich gerade. Die alle auf Wanderschaft? Kannst du mal noch nachgucken bei Gelegenheit, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Leuchttürmen ist? Was das bringt? Ja, hab ich schon geschaut. Und? Angeblich die Hypercard. Oh, meine Krone! Weil die Städte werden angegriffen, wenn du nicht komplett erobert hast, alles. Gehen die Gebäude mit der Zeit kaputt, wenn du auf einer Karte bist. Okay. Wenn du den Leuchtturm nicht ausgebaut hast. Oder generell. Ja, allgemein, alle Gebäude. Je besser der... Oh, fuck, das bricht hier gleich ein. Das fällt. Was ist das da drüben? Ne. Ich hab nämlich keine Kohle, um zu porten. Das fällt. Okay, ich hab Kohle zum Porten. Hä? Hat er die Krone nicht eingesammelt? Die Krone ist weg. Das ist meine Krone! Vielleicht. Warum bin ich denn jetzt hier?
Weiß nicht, wie weit du geportet bist. Wir haben jetzt verloren, Leute. Ich hab ja nicht mal rüber gescrollt. Ich hab das Portal aktiviert und da war ich auf einmal bei dir. Okay. Guck mal, ich hab meine Krone noch, dann kann ich dir deine wieder für 4 Gold kaufen. Ja, mich ignorieren die jetzt auch gerade die ganze Zeit. Ich kann die hier abpacken. Okay, die Welle wird auch ein bisschen heftiger, ne? Guck mal hier, die ignorieren mich hier komplett. Gut, das war heftig. Ich brauche Geld, dann kaufe ich dir eine neue Krone. Verstehen? Ja, oh, kostet 8 Geld. Hab ich so viel? Ja. Muss mal irgendwo hingehen, wo mehr Geld ist. Ja, wir kriegen ja Kohle. Alles cool. Ja, komm her. Jetzt zieh mal eine neue Krone auf. Ich habe aber meine neue. Danke. So, gut, haben wir das geschafft. Okay, dann mache ich jetzt erstmal Pause. Was Pause? Ja, eine rauchen. Und dann machen wir deine Seite oder was? Ja. Okay. Ich ziehe jetzt halt hier alles wieder hoch, oder willst du ausmachen? Nee, nee, zieh ruhig dabei alles hoch. Repariere alles. Ich mache jetzt gerade meine Taschen noch voll, dann gehe ich Pause machen. Dann bin ich nämlich schon ready für dich. Kannst du meine Farmen dann zusätzlich noch abgrasen? Ah, guck an. Ja, die Türme werden besetzt, wenn sie außerhalb von Mauern sind. Dann besetzen sie die alle. Welche Türme? Allgemein Türme. Ja, aber die wurden ja auch innerhalb der Mauern besetzt. Nee, nur der vorderste. Jetzt sind dir die Mauern gefallen, jetzt sind alle Türme besetzt. Okay. Macht es vielleicht auch Sinn, die Mauer gar nicht so weit zu ziehen? Dann lieber Türme nur einfach aufstellen, ohne Mauer. Ja, die schießen halt die ganze Zeit und die Türme werden nicht angegriffen. Okay, ja. Aber dann hast du ja trotzdem, der Rückzugspunkt ist ja dann mega weit hinten. Alleine schon, wenn du dann einen Angriff machst. Ja, stimmt auch wieder. Und vor allen Dingen kannst du ja nicht so weit expandieren, weil die Leute schaffen es nicht so schnell wieder zurückzurennen hinter die Mauer, bevor ja, diese Angriffswelle da sie erreicht hat. Ja, musst du halt gucken, wie du das machst. So, ich mache jetzt Pause. Ich mach das. Alles klar. Denn bis gleich. Bis gleich. Oder für die YouTuberaner? Das, keine Ahnung. Nächste Folge, morgen, übermorgen. Ich weiß es nicht.